weil heute geht es um Abschminken und ich werde euch meine Abschminkroutine zeigen und zugleich auch noch ein Review über diese Gesichtsreinigungsbürste von Revealed Look. Und zwar, ich habe vor längerer Zeit ein Foto auf Instagram hochgeladen und ich habe von Arbeitskollegen und auch von euch gefragt bekommen, ob ich ein Review geben könnte, wie ich diese Bürste finde. Und weil die auch bei mir fast tagtäglich zum Einsatz kommt, habe ich mir gedacht, mache ich das auch sehr gerne. Und bevor wir mit dem Video loslegen, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt und ihr Lust darauf habt, würde ich mich mega freuen, wenn ihr das machen würdet. Und jetzt würde ich sagen, let's start and viel Spaß! Als erstes mit der Gesichtsreinigungsbürste von Revealed Look. Und die gibt es ja bei Rossmann für 12,99 €. Es gibt ja noch zwei unterschiedliche Farben, die ihr aussuchen könnt. Und es wäre einmal, was ich so nenne, diese Meeresblau und Weiß. Und das ist diese Blog Edition in diesem Neon Pink und Weiß, was ich selbstverständlich am schönsten fand. Wenn ihr das Gerät oder die Bürste kauft, bekommt ihr eine zweijährige Garantie und drinnen sind vier Aufsätze, was ich persönlich einfach toll finde. Ihr habt zwei weiche Aufsätze für sensible Hauttypen und zwei normale Aufsätze für normale Hauttypen. Man muss ja dazu sagen, diese Bürste wird halt batteriebetrieben mit zwei alkaline Batterien. Das heißt, ihr könnt die leider nicht unter der Dusche benutzen, weil sonst wird sie schnell kaputt gehen. Das wäre so zur die ganz normale Merkmale, was man von außen sieht. Als Vorteil sehe ich natürlich den Preis. Ich meine 12,99 €, das war auch hauptsächlich der Grund, warum ich es gekauft habe, weil ich dachte, okay, sollte die Bürste nicht so gut sein, habe ich nur 12,99 € als irgendwie 50, 60, 70 oder mehr Euros zu verballern und dann bin ich enttäuscht, dass die Bürste nicht gut ist. Als Vorteil sind die vier Aufsätze, das heißt, es ist was für Leute mit sensibler Haut und für Menschen mit normalen Haut. Falls ihr so seid wie ich und ein normaler Hauttyp seid, dann habt ihr nur einen Gewinn davon, weil ihr könnt beide Aufsätze problemlos benutzen und ihr werdet echt minimal einen Unterschied merken. Was ich sehr cool finde, ist, man kann die Aufsätze richtig günstig nachkaufen, eben in Sets von zwei. Und mein kleiner Tipp ist, wartet bis Rossmann einfach mal wieder Angebote rausbringt und dann könnt ihr die Aufsätze noch günstiger ergattern. Ihr seht, es zwar schön verpackt, ist aber halt zu schwer, falls man das Gerät auf Reise mitnehmen möchte. Man könnte theoretischerweise nur einen Aufsatz und die Bürste mitnehmen, aber ist trotzdem um einiges schwer. Es hat nur eine Ein- und Ausschaltefunktion. Das heißt, falls ihr ein bisschen mehr Druck haben möchtet, werdet ihr mit diesem Gerät nicht erzielen. Weil, wie gesagt, ihr habt nur eine Geschwindigkeit hier. Und falls ihr auch noch dazu eine Tiefreinigung erzielen möchtet, schafft ihr das Gerät einfach nicht, weil es ist halt batteriebetrieben und hat nicht so viel. Persönliche Meinung. Als ich diese Gesichtsreinigungsbürste gekauft habe, hatte ich wirklich kaum Erwartungen. Ich dachte, sie würde nicht mal hinkriegen, mein Make-up richtig zu entfernen und das tut sie. Diese Gesichtsreinigungsbürste entfernt auf jeden Fall mein Make-up richtig gründlich und mein Gesicht fühlt sich hinterher sowas von sauber, wo ich echt das Gefühl habe, jetzt ist mein komplettes Make-up runter und ich fühle mich einfach nur frisch. Und falls ihr diese zwei Punkte haben möchtet, finde ich, habt ihr echt eine tolle Bürste. Ja, die massiert euren Gesicht auch ein bisschen, aber ich finde, die hat nicht so viel Druck als wahrscheinlich andere Gesichtsreinigungsbürste, die auf dem Markt sind. Aber für den alltäglichen Gebrauch reicht das für mich persönlich vollkommen aus. Falls ihr jetzt sehen möchtet, wie die halt bei mir tagtäglich zum Einsatz kommt, bleibt einfach dran und schaut mal meine Abschminkroutine. Und als erstes, was ich mache, ich nehme immer so ein Reinigungstücher und dieses Mal ist ja von Insane Young. Muss ich ehrlich sagen, die sind richtig gut und entfernen auch ganz gründliches Make-up. Dann kommt mein geliebtes Garnier Mischzellen Reinigungswasser und das benutze ich meistens, um meine Augen-Make-up gründlich zu entfernen. Und als nächstes feuchte ich mein Gesicht an und nehme mir mein Lieblings-Waschgel von BB. Das heißt Waschgel, Augen- und Make-up entferne und zusammen mit meiner geliebten Le Revealed Look Gesichtsreinigungsbürste massiere ich mein komplettes Gesicht und zugleich entfernt das auch ganz gründlich, wie ihr sehen könnt, mein Make-up. Dann wird mein Gesicht sauber gemacht und als nächstes nehme ich mir so eine Fruchtsäure-Gesichtswasser für meine Mischhaut, um meinen restlichen Augen-Make-up zu entfernen und auch zugleich um meinen Poren zu verfeinern.
Dann warte ich ein bisschen, weil es muss erstmal antrocknen und dann kommen wir zum nächsten Schritt. Tja, ich bin ja schon über 30, ganz genau 32. Ich benutze momentan von Reveal the Look diesen Samter Augencreme für reifere Haut, um halt Mimikfältchen zu reduzieren. Und weil meistens ich schmink mich ja abends ab, benutze ich ja von Balea meine Lieblingsnachtcreme für Mischhaut. Meine Berries, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier sind weitere Videos von mir aufgelistet und bis zum nächsten Mal.